Heute werfen wir einen Blick auf ein Tool, mit dem wir unsere digitalen Präsentationen visuell ansprechender gestalten können, indem wir zum Beispiel Folien einfliegen lassen oder Grafiken oder Videos und vieles mehr. Näheres dazu in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich wünsche euch viel Spaß damit. Es gibt im Prinzip viele Programme wie mit denen man digitale Präsentationen und Videokonferenzen optisch nochmal ein bisschen aufpimpen und aufbereiten kann. Das Besondere an ist, es gibt es für Windows und für Mac und das ist für den Bildungsbereich im ersten Jahr komplett kostenlos und danach mit knapp 100 Euro im Jahr auch ganz gut bezahlbar. Werfen wir aber einfach erstmal einen Blick auf die Oberfläche, wie überhaupt aussieht. Das heißt, wir haben hier einen mittleren Bereich, in dem das bereits bearbeitete Bild auch zu sehen ist. Unten meine Präsentation und entsprechend hier an der Seite sehen wir eben auch Bearbeitungswerkzeuge. Ich kann hier sehr leicht und spielerisch die Hintergründe einfach wechseln und auch hier über weitere Räume neue Hintergründe hinzufügen und natürlich auch welche von meiner Festplatte hochladen und das entsprechend auch dann in Videokonferenzen weitergeben. Generell funktioniert wie folgt. Ich installiere mir dieses Programm auf der Festplatte. Es greift das Signal der Videokamera ab. Dort wird es bearbeitet und gibt es in Form einer virtuellen Kamera an das Videokonferenzprogramm weiter. Das heißt, schauen wir uns hier mal rechts oben, gibt es den Bereich Kamera an. Hier wähle ich die entsprechende Kamera aus, die ich verwende. Kann hier auch nochmal einen Zoom mit einstellen, ob ich einen Greenscreen habe oder nicht. Kann das über die Farbschwelle vom Greenscreen festlegen. Und wenn ich das einstelle, wird das Signal dann auch automatisch über die virtuelle Kamera weitergegeben. Das heißt, schauen wir uns jetzt mal die Zoom-Konferenz zum Beispiel an, müssen wir hier darauf achten, dass wir unter Kamera eben die Kamera auswählen, damit das Bild dann eben nicht direkt von der Webcam, sondern eben von kommt und zwar bearbeitet. Das Gleiche geht hier natürlich auch über Audio. Das heißt, ich wähle mir hier mein entsprechendes Mikrofon aus. Im Moment habe ich kein Mikrofon ausgewählt, weil es damit einfach jetzt während der Aufnahme nicht zu Störgeräuschen kommt. Wie ich bereits gesagt habe, ich habe hier in dem Bereich erstmal die Möglichkeit, verschiedene Hintergründe festzulegen und habe dann hier im zweiten Reiter Moderatorenfunktion. Hier über den Schieberegler mit dem Auge kann ich meine Transparenz einstellen, damit ich vielleicht nicht im Weg sitze oder dann auch nochmal ein Bild zoomen, vergrößern, verkleinern, den Anker setzen, Bildausschnitt, also ob das jetzt ein Kreis ist oder in einem Eck oder eben wie es von der Kamera kommt und kann auch relativ schnell per Mausklick verschiedene Effekte drauflegen, ganz so wie verspielt ich einfach bin. Zusätzlich habe ich hier die Option große Hände, das heißt es gibt gewisse Interaktionen oder gewisse Gesten, die dann erkannt werden und entsprechend dann auch direkt grafisch umgesetzt werden können. Bei geht es erstmal darum, wie gesagt, jetzt Inhalte ergänzend zu meinem Vortrag, die Präsentation halt eben noch mal ins Videobild zu integrieren. Das habe ich hier unten, diese Leiste. Und dann sieht man jetzt zwei farbliche Hervorhebungen. Das sind Szenen. Hier müssen wir unterscheiden zwischen Folien und Szenen. Eine Folie ist im Prinzip ein einzelnes Bild und eine Szene ist die Kombination mehrerer Bilder. Wir haben hier die erste Folie, das ist die Moderatorenansicht. Das ist dann auch die erste Szene mit nur einer Folie. Das ist das Bild, so wie wir es jetzt sehen. Möchte ich jetzt die nächste Folie starten, dann sieht man, dass das Bild von mir kleiner geworden ist und ein Bild jetzt hinzugekommen ist. Deswegen habe ich eine neue Szene erstellt, weil jetzt alle Videos in dieser Szene die gleiche Videogröße haben, die gleiche Größe von dem Bild. Und auch wenn ich jetzt hier einen Hintergrund wechsle, dann ist das hier in der kompletten Szene auch identisch und wird auch übernommen. So.
Schauen wir einfach mal, wie wir dorthin kommen. Wir haben hier links oben in dem Bereich Präsentation die Übersicht über unsere Veranstaltung, über unsere Präsentationen. Wir können hier direkt neu erstellen. Ich habe hier bereits ein Demo schon mal erstellt, in dem es jetzt hier eine Folie gibt mit mir in der Hauptansicht. Das löschen wir mal gerade, damit wir jetzt einfach auch mal gucken, wie wir jetzt zum Beispiel in der Videokonferenz ein Logo oder sowas einbinden können. Dafür klicke ich jetzt hier mal auf Neue Folie, wähle hier Medien aus und wähle mir dann von der Festplatte die entsprechende Datei aus, die ich mir dann hier auch positionieren kann, wo immer ich sie haben möchte. Und wechsle ich jetzt einfach zwischen diesen beiden Folien, kann ich nun das Logo ein- und ausblenden. Und schauen wir einfach mal, wie es dann in der Zoom-Konferenz aussieht. Klicke ich jetzt auf die zweite Folie, ist das Logo da und entsprechend wieder verschwunden. Das geht natürlich nicht nur mit den Logos, sondern eben auch mit den Präsentationen. Das heißt, ich wähle nochmal neue Folie und dann suche ich mir jetzt hier den Text. Dann sage ich herzlich willkommen. Wähle dann hier, wo Quadratformat ist, noch ein Breitbild oder Querformat. Das Format, was ich eigentlich haben möchte. Hier gibt es noch eine Zuordnung zu verschiedenen Szenen. Fertig. Kann die jetzt aber auch nochmal verschieben. Und wenn ich jetzt möchte, dass ab herzlich willkommen eine neue Szene beginnt, dann markiere ich einfach diese Folie, klicke auf neue Szene und dann sieht man schon die neue farbliche Hervorhebung. Jetzt sitze ich vor dem Bild, bin eindeutig zu groß. Das heißt, es geht jetzt darum, erstmal das Videobild ein bisschen kleiner zu machen. Dafür gehe ich in den Bereich Moderatorin, mache das Bild ein bisschen kleiner. Und kann jetzt auch hier das Bild ein bisschen verkleinern, alles anpassen. Und dieses Arrangement von Videobild und Platz für diese Karte bleibt jetzt für die komplette Szene erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Folie erstelle mit einem Text, wähle auch wieder hier das Querformat aus, dann verändert sich auch nicht die Größe des Videos. Also es hat den Anschein, als würde im Prinzip nur der Hintergrund wechseln und nicht das komplette Bild. Und das kann ich jetzt natürlich mit allem machen. Das kann ich mit Bildern machen, da kann ich Videos einbinden, da kann ich GIFs mit einbinden. Ich könnte jetzt hier sogar auch den kompletten Monitor mit einbinden. Wenn ich jetzt hier sage, jetzt habe ich falsch geklickt, neue Folie, dann sage ich hier dieser Mac oder dieses iOS-Gerät. Und wähle jetzt im Prinzip hier den kompletten Monitor aus, den ich hier habe mit der Zoom-Konferenz. Und dann wird mir hier dieses Fenster auch direkt hiermit angezeigt. Also das heißt, ich bin da relativ offen, was die Einbindung von Inhalten überhaupt betrifft. Generell finde ich, dass ein relativ intuitives Tool ist, zumindest im Vergleich zu so großen Platzhirschen wie OBS, was ja die meisten kennen, wenn es um grafische Aufwertung von Präsentationen auch geht. OBS zwar dauerhaft kostenlos, aber ist halt wesentlich verspielter. Man kriegt wirklich mit wenigen Klicks auch ganz gute Ergebnisse hin. Und vor allen Dingen, es ist wesentlich ressourcenschonender als OBS und kann auch ganz gemütlich im Hintergrund laufen. Also von daher interessiert mich einfach mal, hast du schon Erfahrung mit oder was gefällt dir besonders gut an diesem Tool? Schreib das einfach mal in die Kommentare, probier es aus. Mich würde es sehr, sehr freuen, da mit dir darüber zu diskutieren. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.